Ja, hi, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht habt ihr das ja mitgekriegt in den Medien oder über Facebook oder so. Wir hatten wieder mal ein Giftschlangendrama in Bayern. Das ist leider ein sehr vielschichtiges Thema, über das ich ganz gerne noch mal ein paar Takte loswerden wollte. Vielleicht zu der Geschichte ganz kurz. Es gab eine Tierschutzanzeige, dass jemand seine Tiere nicht ordentlich versorgen und pflegen würde. Und wir waren als hinzugezogene Sachverständige mit der Veterinärbehörde vor Ort. Soweit so schön. Tierschutz war jetzt gar nicht so dramatisch, also es war nicht schön, aber es war jetzt auch nicht so, dass man über Straftaten reden musste. Aber es gab, sagen wir mal, illegale Tiere dort. Das heißt, wir sind erst einer Mangrovennachbarnatter begegnet. Über die kann man diskutieren, wie dramatisch die ist. Ich halte sie jetzt eher für weniger problematisch und für weniger gefährlich. Aber bei der Durchsicht der anderen Terrarien sind halt Tiere aufgetaucht, die man in Bayern besser nicht hat, wenn man keine Erlaubnis hat. Und wir wissen ja, nach Landesstrafenverordnungsgesetz braucht es eine Genehmigung, bei der man sein berechtigtes Interesse darlegen muss, bei der man seine Sachkunde nachweisen muss, entsprechende sichere Räumlichkeiten und Unterbringungsmöglichkeiten, und man muss zuverlässig sein. In der Regel wird das über ein polizeiliches Führungszeugnis erledigt. Eine Erlaubnis lag nicht vor, und nachdem bereits Tiere gehalten worden sind, ist die Zuverlässigkeit quasi gegessen. Für mich ein Problem war, dass Tiere in offenen Terrarien, also quasi freilaufend waren, und dass in einem Terrarium, in dem Kornnattern leben sollten, eine Lanzenotter war, und dass wir da nicht darauf hingewiesen worden sind, dass man uns also quasi in die offenen Giftzähne hätte laufen lassen, was ich persönlich also schon, ich muss das jetzt so plakativ sagen, für ziemlich arschig halte. Ich werde mir da auch rechtliche Schritte vorbehalten, weil einfach die Gesundheit meiner Mitarbeiter und von mir da durchaus fahrlässig aufs Spiel gesetzt worden ist, wenn es nicht gar mutwillig war. Aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt hier sitze und euch eure Zeit stehle, sondern mir ist eigentlich da wieder bewusst geworden, dass wir zwar in Bayern eigentlich eine recht gute Regelung haben, die Rahmenbedingungen für die Haltung gefährlicher Tiere eigentlich ganz gut steckt, die auch die Möglichkeit bieten würde, diese Tiere unter Auflagen, unter möglichst hohen Sicherheitsbedingungen pflegen zu können. Soweit so schön. Aber dieses Gesetz hat einen ganz großen Nachteil, weil wir immer nur über Ordnungswidrigkeiten reden. Wir kommen also nicht in den Straftatbestand rein, auch nicht, wenn so ein Tier abhaut, auch nicht, wenn du in eine Wohnung reinkommst, in der die Tiere quasi Freilauf haben, weil der Halter entweder ein Schlamper ist oder uns da ins offene Messer laufen lassen wollte. Wir reden immer nur über Ordnungswidrigkeiten. Das heißt, der Abschreckungsfaktor, wenn da was blöd läuft, ist sehr gering. Und wenn ich sowas verursacht habe, dann blüht mir relativ wenig, außer dass meine Tiere weg sind und ich die Rechnung bezahlen muss. Was für mich auch ein großes Problem ist, ist dieser eine Passus in der bayerischen Regelung, nämlich das sogenannte berechtigte Interesse. Wenn ich also so Tiere daheim halten möchte oder überhaupt halten möchte, muss ich der Behörde, und das ist auch so ein Manko in diesem Fall der Gemeinde, darlegen, warum es unausweichlich ist, dass ich solche Tiere pflege. Das ist sehr stark eingeschränkt in Bayern. Hobbyhaltung, Erhaltungszucht etc. fallen da nicht drunter und ist somit eine eigentlich unüberwindbare Hürde für die wenigen Menschen, die es können und die es legal machen wollen. Ja, wenn ich
den Wunsch hege, solche Tiere zu pflegen, wenn ich da fasziniert bin von, die Beweggründe können ja mannigfaltig sein, von einem Ego wie im Berg über einem vermeintlich zu kleinen Penis bis zu, ich interessiere mich einfach für die Tiere. Da mögen auch Beweggründe dabei sein, die ich absolut nachvollziehen kann. Auch ich finde die Tiere wunderschön, ich finde sie faszinierend. Aber das gilt in Bayern nicht als berechtigtes Interesse, sondern wissenschaftliches Arbeiten oder so. Das heißt, Bürgerin und Bürger hat keine Chance. Und durch die Ansiedlung der Entscheidung auf der Ebene der Gemeinden haben wir auch Beamtinnen und Beamte, die so Entscheidungen treffen müssen und die gar nicht qualifiziert sind dafür. Das heißt nicht, die Beamten sind doof, sondern das heißt, in der Gemeinde wird vermutlich jemand, der Baumschutz, der Friedhofsverwaltung macht oder sonst irgendwas, verdonnert, das mitzubearbeiten. Er hat also keinen Ausbildungs-Background, er kann das eigentlich gar nicht entscheiden. Und dann hast du halt zwei Möglichkeiten. Mei, den Bur, den kenne ich, der kriegt es, oder in meinem Revier gibt es das nicht. Zweiteres ist die häufigere Variante. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu einem Menschen, der den Wunsch hat, so ein Tier zu pflegen. Und ich finde, es steht niemandem zu beurteilen, ob das jetzt in Ordnung ist, wenn jemand so einen Wunsch hat oder nicht. Und wenn er das ordentlich machen will, dann wird er zu seiner Behörde gehen und wird das beantragen und er wird abblitzen. Wenn der Wunsch aber sehr stark ist, dann wird er die überall verfügbaren Tiere vielleicht illegal im Keller, in einer ausgelagerten Wohnung, wie auch immer halten. Und das Problem ist, im Gegensatz zum Listenhund muss die Königskobra nicht Gassi gehen. Das heißt, ich kann über viele Jahre illegal, geheim, im Verborgenen, in so einer illegalen Grauzone meine Tiere pflegen, bis irgendwas schief geht. Und keine Behörde dieser Welt wird von diesen Tieren erfahren. Wenn dann aber ein Unfall passiert, wir hatten das hier im Landkreis Starnberg mal, oder wenn eine Behörde da aus irgendwelchen Gründen, wie jetzt im vorliegenden Fall, rein muss, dann rennst du ins offene Messer. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Die Behörde hat keinerlei Kontroll- und Regulationsmöglichkeit, weil ja keiner von diesen Haltungen weiß. Und deswegen wäre es mein Wunsch, dass man sich auch von Seiten des Gesetzgebers vielleicht nochmal Gedanken drüber macht, ob man A, das Ganze in den Straftatbereich heben kann und B, ob man nicht lieber wenige Halter, die nach Nehmen von hohen Hürden eine Erlaubnis kriegen, die ich aber kontrollieren kann, bei denen ich weiß, was sie pflegen, nicht besser wären als ein Verbot, es ist faktisch ein Verbot, mit einer Hürde, die niemand nehmen kann und Menschen in einer Grauzone. Und dabei kommen dann Fälle raus wie dieser, dass ein Halter vielleicht versucht, seine Tiere zu verstecken, dass Tiere angeschafft werden, gepflegt werden, die man nicht halten darf und keinem fällt es auf. Und da müssen wir uns einfach einen Kopf machen, wo wir dahin wollen. Und deswegen sehe ich das jetzt als eine Aufgabe an, die auch die Auffangstation für Reptilien in München für Bayern sich auf die Fahnen schreiben wird. Wir brauchen eine Änderung des Landesstrafenverordnungsgesetzes und eigentlich bräuchten wir, und das ist im Föderalismus super schwierig, eine Regelung, die deutschlandweit für alle gilt. Weil wenn ich heute meine illegalen Giftschlangen nach Baden-Württemberg bringe, da gibt es noch keine Regelung, kann ich tun und lassen, was ich will. Das heißt, wir haben da ein Problem, das eigentlich der Gesetzgeber nochmal angehen müsste. Und wir haben leider Gottes auch ein Problem, weil wir nicht wissen, was in den Kellern sitzt. Ja, mir war es jetzt halt einfach wichtig, euch das Thema nochmal ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, ich war nicht zu ausschweifend und zu kompliziert. Aber damit ihr halt diese Pressemeldungen ein bisschen eingrenzen könnt. Wir haben grundsätzlich nichts gegen eine gewissenhafte, gut gemachte Tierhaltung, auch nicht von gefährlichen Tieren, wenn sie in den richtigen Händen ist. Aber wir brauchen dringend eine Lösung, um das angehen zu können, weil der nächste Schritt ist ja auch,
Wenn irgendwo ein Problem auftaucht, kriegst du keinen Durchsuchungsbeschluss, du kriegst die Polizei da nicht rein, weil es eben nur Ordnungswidrigkeiten sind und nichts passiert ist. Und da haben wir ein großes Problem, deswegen wollte ich euch das noch ein bisschen erläutern. Und in diesem Sinne Hobbys-Ausschuss, war ein kurzes Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Wir versuchen es wie bei den letzten Videos auch, es wieder ein bisschen zu beantworten, wenn es irgendwie geht. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr uns da schreibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abonniert euch, abonniert uns, kommt immer wieder vorbei. Haltet euch auf dem Laufenden, was wir machen. Ohne euch geht nämlich nichts. Und in diesem Sinne, es ist Freitag, schönes Wochenende für euch.